Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Ja, bin ziemlich dämlich an der einen Laterne vorbeigelatscht. Die ist direkt am Anfang des Levels, also kaum zu übersehen. Ist zwar ein bisschen weiter rechts, so wenn man gerade in den Tunnel reingeht. Ist ein bisschen versteckt hinter so Barrieren, aber hätte man eindeutig sehen können. Nun gut. Was soll's? Lasst uns in die Kugelsteinstraße und dort die Waddle Dees retten. Achso, ich habe übrigens auch eine Kapsel gesammelt, während ich den Level nochmal gespielt habe. Und habe mir überlegt, die Kapseln erstmal nicht vorzulesen, weil ich mache ja hinterher sowieso dann nochmal so ein Galerie-Part oder irgendwie Extras-Part oder so. Und... Aua. Okay, dann können wir nicht einsaugen. Gut. Und da habe ich mir überlegt, ich lasse es einfach erstmal die Sachen vorzulesen. Gehe dann nur kurz auf die Statue ein, die wir bekommen haben. Oh, cool. Nice. Ich glaube, das ist das Neue. Ich glaube, das ist die neue Fähigkeit. Okay, geil. Wie heißt das? Wie heißt diese Fähigkeit? Revolver? Das ist nicht wirklich ein Revolver. Es ist halt eher so eine... So eine Muskete als Handfeuerwaffe irgendwie. Irgendwie sowas. Ist 3 Snacks von Baumstümpfen. Okay. Ach, Entdecker. Moment, da oben steht's doch. Ich Idiot. Entdecker. Okay. Entdecker ist die Fähigkeit. Und ja. Ich wollte gerade auf irgendwas noch eingehen. Genau, auf die Statuen. Ach, hier direkt die nächste. Und zwar werde ich das erstmal nicht vorlesen, sondern ich werde dann einfach den geplanten Extra-Part dann noch machen. Und dort werden wir dann alles in Ruhe vorlesen. Aber ich denke, ich werde das erstmal sein lassen und nur kurz dann auf die Sachen eingehen. Ach, da oben. Da oben kann man hinzielen. Oh, das ist cool. Alter, was? Das ist ja richtig geil. Und hier ist ein versteckter Waddle Dee. Nice. Das war ziemlich lucky, aber ich glaube, ich hätte den auch so gefunden. Ich weiß gar nicht, hier am Baum war, glaube ich, irgendwas. Wahrscheinlich ein Schalter. Oder so. I don't know. Aber ja. Ich denke, wir hätten ihn auch so gefunden. Ohne diesen Lucky Shot. Frage ich mich aber auch, was sind die anderen zwei Aufgaben, die man abschließen muss oder bewältigen muss. Ah. So. Ah, Moment. Okay, nice. Das scheint eine Bonus-Stage zu sein. Die hoffentlich auch immer an diesen roten Stern erkennbar ist. Okay, man braucht hier auf jeden Fall den Entdecker. Und ihren Ziele abschließen. Okay, 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 Moment. Wir sollten erstmal die unteren abschießen. Und dann die oberen. Ja, wunderbar. Haben wir geschafft. Und dafür finden wir einen weiteren versteckten Waddle Dee. Nice.
Das war's? Ja, ich gehe mal davon aus. Okay. Sehr nice. Jetzt kam auch die, na, Kirby, wo schießt du hin? Jetzt kamen die komischen Früchte da ziemlich schnell und ich glaube, da hinten habe ich noch eine gesehen. Ja, hier ist zumindest ein Baumstumpf. Okay. Ist 3 Snacks von Baumstümpfen. Haben wir geschafft. Das ging ziemlich fix. Aber war ja auch zu erwarten, nachdem wir da so schnell die ersten 2 gefunden haben. Alter. One-shottet der einen? Okay, geil. Bricht das weg? Ja. Es wäre weggebrochen. Also das ist tatsächlich auch was, was man verpassen kann. Darunter müssen wir nicht, ne? Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Das lassen wir mal lieber. One-Shotten tun wir nichts, außer wir laden das auf. Okay. Gut zu wissen. Nicht, dass ich davon ausgehe, dass man hier alles one-shottet mit einem Schuss. Und ich dann irgendwie hinterher getroffen werde. In einer ungünstigen Situation. Aber bisher ist es noch nie kritisch geworden von KP, ne? Ich habe mich zwar manchmal dumm treffen lassen. Aber das ging eigentlich immer. Hä, was? Ach so. Okay, wir müssen sprinten. Und dürfen am besten nicht runterfallen. Alter. Kirby. Ich bin ja mal schauen, dass wir nicht an irgendwas vorbeirasen. War da was? Nein, da kommen wir. Kommen wir nirgendwo hin. Ich denke auch nicht, dass wir die Felsbrocken zerstören können, oder? Nee. Wir würden wahrscheinlich auch Damage bekommen, wenn wir einfach ganz normal dagegen fahren. Aua. Woher kam der denn? Moment. Da sind aber... Oh, da ist der letzte versteckte Waddle Dee. Nice. Guten Tag. Und noch 2 Aufgaben, von denen wir noch gar nicht wissen, was dort zu machen ist. Bin ja halt, wie gesagt, die ganze Zeit am Schauen. Nicht, dass ich an irgendwas vorbeifahre. Okay. Hier kann ich mich doch an die Seite stellen, einfach, oder nicht? Ja, schon. Ja. Aber gut. Dauert dafür dann auch sehr lange. Ja, hier ist schon das Ziel. Fahre ohne in den Abgrund zu stürzen. Okay. Und wir haben noch eine Kapsel gefunden. Ja, nice. Oh, schön hier mit dem Fahrzeug im Hintergrund. Kriegen wir es jetzt noch aufgedeckt? Entdecke auf deinem Weg bergauf den... Nee. Und wir haben Cleffy freigeschaltet. Nice. Haben wir auch schon öfter gesehen. Ich weiß nicht, ob man nur... Statuen von Viechern bekommt, die man schon entdeckt hat. Aber es scheint fast so, ne? Weil ganz random wird das nicht sein. Hä?
weil wir haben halt nur Statuen von Gegnern oder auch Verwandlungen bekommen. Ich habe zum Beispiel Feuer-Kirby eingesammelt. Off-Cam. Die wir schon mal gesehen haben. Okay, du hast ein verstecktes Portal zu einer Straße der Schätze entdeckt. Bin mal gespannt, was diese ganzen Portale bzw. diese ganzen Steine einem hinterbringen. Okay, und die blauen Sterne zeigen, dass man alles im Bonuslevel geschafft hat. Okay, nice. Wir sind bei 11 Minuten. Boah, ich glaube, da kriegen wir sogar alle Dinger dann hin, ne? Ja, flott und feurig. Auf zur Kanone. Nice. Und ich denke, nach dem Dingen werde ich dann auch den schwierigeren Level machen. Wollte ich nicht. Aber gut, ist ja gerade nochmal gut gegangen. Das wirkt echt ziemlich easy. Man kriegt sogar vorgegeben, wie schnell man sein muss. Man kann ja nicht schneller sein als die Lunte. Moment mal, soll man es in einer halben Minute machen? Ne, 45 Sekunden, okay. Das wäre schon komisch gewesen. Hätte sonst nicht gewusst, wie man da 4 Sekunden noch rausholen soll. Alles klar, nice. Wir haben einen weiteren mysteriösen Stein gefunden. Tomatenstopfer-Schatz. Boah, das wird cool. Lass aber erstmal den hier machen. Angriff mit Köpfchen. Fahrt der Rohre. 45 Sekunden, okay. Mhm. Bin gespannt. Okay, let's go. Aua. Au. Scheiße. Oh, man respawnt sogar. Wenn man runterfällt. Ich dachte, dann wäre man One-Hit-KO. Boah, Alter. Wie lange hat man dafür Zeit? Eine Minute? Dann hätten wir es sogar fast geschafft, ne? Alter, wir hätten es fast geschafft. Wäre ich da nicht runtergefallen. Okay, den machen wir nochmal. Und ich denke, jetzt kriegen wir es sogar direkt hin. Ich habe das gar nicht so schlecht gemacht. Ist halt auf diese eine Passage da, wo ich da halt runtergefallen bin. Ja, und ich habe mich zwischendurch halt treffen lassen. Das war auch nicht so günstig. Hier zum Beispiel schon wieder. Nein, 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 nein. Haut ab. Haut einfach nur ab. Okay. Okay, 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 okay. Los geht's, los geht's. Ja, Mann, nice. Ja, ist auf jeden Fall machbar. Kriegt man hin.
Man muss sich zwar ein bisschen beeilen und vielleicht auch ein bisschen Luck haben mit den Gegnern, dass sie da nicht zum falschen Zeitpunkt da die ganze Zeit einen über den Weg rennen, aber es ist auf jeden Fall machbar. Okay. Machen wir als nächstes den Automatenstopfer-Schatz. Boah, ein Deckerschatz, da habe ich Bock. Da habe ich mega Bock. Okay, Dosenwerfer, Automaten-Action. Zielzeit? 1 Minute 20 Sekunden. Okay. Das scheint länger hier zu sein. Scheiße. Kann ich nochmal? Nochmal. Neustart. Okay. Wir dürfen auch nicht vergessen. Wir haben nur 100 Dosen, die wir verschießen können. Okay. Scheiße. Okay. Ja, komm, mach. Boah, Alter. Okay. Das hier? Müssen alle Schalter aktivieren. Ich dachte, da wird es einfach nur weitergehen. Nein, 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 da drüben. Ach ja, Mann. Ich dachte, da wird es einfach nur weitergehen. Ich hätte es doch schaffen können. Okay, nice. Der Start ist gut. Aua. Einfach durch, einfach durch, einfach durch. Ah, komm, mach. Nice. Und den hinteren einfach wieder weghauen. Okay, hier hatten wir jetzt keine andere Wahl. Hier müssen wir. Mussten wir uns nochmal treffen lassen. Ah ne, Moment mal. Ich sehe hier gerade, wir haben hier sogar unendlich Schuss. Ach, dann ist das ja... Dann ist das ja echt mega leicht. Ich versuche da die ganze Zeit Dosen zu sparen. Ich Idiot. Ja, okay. Okay, was soll's. Haben wir geschafft. Nächstes Dingen. Boah, ey, diese Challenges sind cool. Die sind echt mega nice. Das ist genauso das, was ich mir erhofft habe, was da erscheint auf dieser Insel. Und jetzt habe ich gar nicht vorgelesen. Feuer frei, Ziele in der Ferne. Okay. Das ist cool. Boah, ist das geil. Das ist nice. Und hier direkt immer aufladen. Aua. Hau ab.
Oh, Alter. Nein, es zieht nach unten. Nein, hör doch auf, Kirby. Alter. Weiß nicht, wie... Was war jetzt die Zeit dafür? Oh, ist das nervig, dass Kirby nach unten zieht. Kirby hat halt die ganze Zeit dagegen gezogen. Man hat's gesehen. Man hat es einfach gesehen. Man konnte es zum Glück sehen dieses Mal. Manche Dinge wie, ja, ich habe den Knopf gedrückt oder so, kann man leider nicht sehen. Und sich dann so denkt, ja, ja, komm, laber halt. Da hat man jetzt eindeutig gesehen, dass Kirby nicht wollte. Kann man das ausstellen? Nein. Okay, nice. Ruhig. Okay, sehr schön. Okay, wir haben's. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Sehr gut. Alles klar. Eine Minute locker machbar. Aber da war es jetzt auch so, erstmal die Gegner aus dem Weg räumen und dann kann man in Ruhe alles machen. Okay. Nice. Gibt's denn noch was? Da geht's ins nächste Gebiet. Und hier können wir nochmal suchen. Das machen wir auch. Ich denke, wir haben tatsächlich hier alles geschafft, was wir schaffen konnten. Alles klar. Dann würde ich sagen... Ah, Moment. Was ist hier? Nichts. Gut. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir einen Ausflug ins... ins was? Ins Ambulance Center? Ja gut. Beim nächsten Mal machen wir einen Ausflug ins Ambulance Center. Dann, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und wir sehen uns anscheinend beim nächsten Mal im Ambulance Center wieder. Bis demnächst. Und ciao.